Mein Name ist Willi Reiser. Ich bin geboren 1937, also noch vor dem Krieg, in Tübingen. Bei besonderen Anlässen wie Hitlers Geburtstag oder am 1. Mai wurden die Hakenkreuzfahnen gehisst. In der Oberlingerstraße an jedem Haus hing eine solche Fahne, entweder zum Fenster heraus oder an einer separaten Fahnenstange. Nur unser Haus hatte keine. Als Kind wurde ich dann immer gehänselt: Ach, ihr habt keine Fahne, was macht denn ihr? Aber mein Vater war dortmals in der SPD und hat es daher abgelehnt. Er sollte auch einmal auf den Heuberg kommen, wo dieses Lager der unbeliebten Männer gehalten wurde. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich unterwegs sei und Leute grüße, soll ich nicht Heil Hitler sagen, sondern grüß Gott. Und das habe ich auch immer gemacht. Und dann kam mal der Ostgruppenleiter und sein Stellvertreter Sonntagmorgen zusammen. Und da haben sie meine Mutter angeflammt, ich soll endlich mir beibringen den Heil Hitler-Gruß.